Wir sind Ragawerk und wir haben ein neues Album gemacht. Unsere Musik ist eine Verschmelzung von indischen Ragas und Jazz und Elektronik. Ragas sind im weitesten Sinne Stimmungen bzw. indische Skalen. Und darin liegt für uns auch die Verbindung zum Jazz. Max und ich hatten die Idee zu diesem Album auf unserer letzten Indien-Tour. Und wir haben dort auch gleich angefangen, diese Songs zu schreiben. Wir waren bis zur Tourpause durch Corona eigentlich mindestens einmal im Jahr in Indien unterwegs. Dort haben wir einige interessante Musikerinnen und Musiker kennengelernt und hatten schon länger mal die Idee, die alle auf einem Album zusammenzubringen. Das Fundament der Musik, also unser Quartett, haben wir live in den Bauer-Studios in Ludwigsburg aufgenommen. Diese Quartettaufnahmen haben wir dann an unsere Gastmusikerinnen und Musiker geschickt, sodass sie ihre Parts dann darüber aufnehmen können. Asha Putli ist eine Sängerin, die stammt ursprünglich aus Mumbai, lebt jetzt schon seit 50 Jahren bestimmt in den USA. Die war auf einem ganz wegweisenden Ornette Coleman Free Jazz Album drauf. Dabei ist es aber nicht geblieben. Wir haben auch mit dem Frankfurter Elektronikkünstler Kabuki zusammengearbeitet. Außerdem war es uns noch wichtig, eine Klangfarbe aus der europäischen klassischen Musik dabei zu haben. Deswegen haben wir einige Stücke für ein kleines Streicherensemble arrangiert. Das Album ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie auf CD und Vinyl zu hören.